Moin Leute und willkommen zu einer neuen Spezialfolge, in der wir die Bücher Enderals lesen. Heute geht es mit dem Pfadesbüchern weiter, und zwar Buch 5, die Hungertage. Vers 35. Nach 8 Monaten begann der Hunger. Zwar hatten sie reichlich Wasser, Getreide und Pökelfleisch mit auf das Boot genommen, aber keiner von ihnen hatte gewusst, wie lange die Reise andauern würde. Die Vasallen wurden unruhig und einige von ihnen begannen zu zweifeln. Was, wenn all das eine Falle ist? Rief einer von ihnen Selna entgegen. Sie aber blieb standhaft, denn sie hatte den Anblick der Lichtgestalt Malfas nicht vergessen. Und obgleich er nicht bei ihnen auf dem Schiff war, spürte sie, dass er wachte über jedes einzelne ihrer Worte, über jede einzelne ihrer Taten. Vers 36. Aber nicht alle Vasallen wollten vertrauen. Und so kam es, dass sich insgesamt 24 an der Zahl heimtückisch gegen die anderen verschworen und sie schmiedeten einen wegelosen Plan. In der nächsten Nacht würden sie sich aufteilen, ein Dutzend von ihnen, um sich klammheimlich auf das andere Schiff zu schleichen und dort die Nahrungslager zu plündern, das andere Dutzend, um auf ihrem eigenen Schiff den Rest der Mannschaft im Schlaf zu erdolchen. Dann würden sie alleine von dannen segeln. Vers 37. Und der Plan gelang. Keine Wachtposten waren vor den Nahrungslagern aufgestellt, hatte doch niemand einen solchen Verrat aus den eigenen Reihen gewittert. Und so kam es, dass Selna am nächsten Tag ihr Schiff allein auf hoher See vorfand, die Kammern bis auf das letzte Stück Pökelfleisch geplündert. Vers 38. Und Chaos brach aus. Verzweifelt hoben die Überlebenden die Hände gen Himmel und flehten zu Malfas, sahen sie ihr Schicksal nun schon in Stein gemeißelt. Aber wieder blieben Selna und Keteron ruhig und hielten zum Gebet an. Wir schreiten auf dem rechten Weg, sprachen sie voller Erhabenheit, und wir werden den roten Stern finden und ebenso das geheiligte Land. Vers 39. So folgten Wochen der Qual, die uns heute als Hungertage im Mondkalender bekannt sind. Malfas erschien nicht, obgleich die Gebete der Vasallen zahlreich waren. Klagende Stimmen wurden laut. Die Götter haben uns verlassen, schluchten sie. Und unser Schicksal ist es nun, hier auf hoher See zu sterben. Und diesmal war es Keteron, der das Wort ergriff. Verliert euren Glauben nicht, Brüder und Schwestern. Malfas versprach uns, die Ewigkeit zu schenken, wenn wir auf dem rechten Pfad, auf seinem Pfad verweilen. Und er wird es tun. Dann hielt er einen Moment inne und sprach schließlich. Worte voller Weisheit. Denn welchen Wert hat die Wegestreue, das Festhalten an der Aufrichtigkeit, wenn es nicht auch Hürden gibt, die wir überwinden müssen? Vers 40. Und Selna erkannte die Heiligkeit der just gesprochenen Worte. Standhaft zu sein und nie das Wissen um die Allmacht der Götter zu verlieren, dies ist es, was einen starken Geist von einem Schwachen unterscheidet, einen wahren Gläubigen von einem Ketzer. Oh, das war aber, ja, das war aber recht, kurz, das Buch, ne? Die Verlorenen. Buch 6, Die Verlorenen. Vers 42. Doch kaum waren ihre Worte verklungen, durchbrach ein freudiger Schrei die Stille. Denn urplötzlich war eine Insel am Horizont aufgetaucht. Und sie war großartig, denn auf ihr plätscherten kristallklare Flüsse, wuchsen Bananenstauden höher als 2 Männer und lebte wild, dessen Fleisch eine ganze Armee zu ernähren vermochte. Vers 43. Die Vasallen legten an und labten sich an den gottgegebenen Köstlichkeiten. Eine Woche und einen Tag verweilten sie auf der Insel, schöpften neue Kraft und füllten ihre Vorratskammern, während jene, die sie verraten hatten, weiterhin
wegelos auf der See herumirrten. Tag für Tag schrumpften ihre erbeuteten Vorräte und Tag für Tag wuchs der Unmut und die Verzweiflung in ihrem Herzen. Vers 44. Und so kam der Tag, an dem ihre Kammern vollends erschöpft waren, und in all ihrer Niedertracht und Verzweiflung begannen sie, sich selbst zu schlachten und das Fleisch von den Rippen zu essen. Aber selbst als jener furchtbare Akt geschehen war, war ihnen kein Frieden vergönnt, denn sie hatten gesündigt. Denn anstatt, nachdem ihr Lebenslicht erloschen war, in die Dunkelheit zu sinken, stellten sie voller Schrecken fest, dass sie weiterhin sahen, weiterhin fühlten, weiterhin lebten. Vers 44. So ächzten und stöhnten sie, liefen auf ihren bis auf die Knochen abgemagerten Beinen verirrt auf dem Dreck umher, ja manche stürzten sich in ihre Verzweiflung gar ins Meer, nur um festzustellen, dass sie ganz gleich, wie viel Wasser in ihren Lungen drang, nicht ertranken. Voller Wut und Schrecken schrien sie auf, ein Chor der Agonie, und ihr Schrei klang von Kile nach Araseal, von Araseal bis nach Kyra. Und auch Malfas treue Vasallen, die den rechten Pfad nicht verlassen hatten und sich auf der Insel an den natürlichen Kostbarkeiten labten, hörten ihn. Und sofort wussten sie, was geschehen war. Malfas hatte Gerechtigkeit geübt, so wie er es noch heute an jenen tut, die den rechten Pfad verlassen. Die verräterischen Matrosen waren verloren und noch heute treibt ihr Schiff in den Nebeln des roten und des vergangenen Meeres. Vers 45. Ein ganzer Mond verging, bis die treuen Vasallen ihre Kräfte wieder versammelt hatten. Und mit Fässern voll von klarem Wasser, exotischen Früchten und gepökeltem Fleisch stachen sie wieder in See. Immer noch segelten sie, Malfas Weisung gemäß, gen Norden, und immer noch war kein Zeichen des roten Sterns am Himmel zu sehen. Doch ihre Fässer waren mit Vorräten gefüllt, genau wie ihre Herzen mit Treue und Glauben an die ewige Gerechtigkeit der Götter gefüllt worden war. So, der Krake, Buch 7, Vers 46. Die Tage und Wochen verstrichen und eines Tages durchquerten die Vasallen ein düsteres Meer mit Wasser schwarz wie Rabenfedern. Riesige graue Monolithen streckten sich wie Speere in die Höhe und ein Nebelschleier lag über jener unheilvollen Passage wie eine Glocke. Doch die Vasallen blieben standhaft und sie hatten den Nebel fast durchquert, als eine riesige Kreatur sich aus dem Meer erhob. Sie hatte Tentakel dick wie Baumstämme und ihre Augen leuchteten rot im Schimmer der Nacht. Vers 47. Das Monster erhob einen Tentakel und schmetterte ihn mit voller Wucht auf das Schiff herab. Das Holz zerbarst und der Segelmast brach in zwei. Die Vasallen schrien voller Angst, Verwunderung und Panik, vor ihnen doch klar, dass sie der Kreatur nicht gewachsen waren, unbewaffnet, wie sie ihr gegenüberstanden. Doch diesmal war es Ketaron, der Standhaftigkeit bewies. Vers 48. Während die Tentakel der Kreatur wüteten und Fontänen aus dem schwarzen Meer, aus dem schwarzen Wasser aus dem Meer emporschossen, schritt er unbeirrt an den Bug des Schiffes so weit, dass er dem Monstrum unmittelbar in die Augen sah. Zellner schrie Wort der Warnung. Doch Ketaron ignorierte sie, wusste er doch, was er zu tun hatte. Einen Augenblick lang herrschte Stille, und die Kreatur musste den vermeintlich kleinen Widersacher voller Argwohn. Dann hiefte sie sich aus der Tiefe empor, jeden Tentakel um einen der Monolithen geschlungen und öffnete ihr riesiges dämonisches Maul, gefüllt mit Reißzähnen lang und scharf wie Zaunpfähle. Knochen, Schiffsplanken und Algen fielen daraus hervor und ein fauliger Gestank schlug Ketaron entgegen. Doch er verzagte nicht und rührte sich keinen Deut von der Stelle, war er doch vom Glauben an Malfas und den rechten Weg erfüllt. Vers 49. Und da schoss das Monstrum auf Ketaron zu, das abscheuliche Maul bis zum Anschlag geöffnet, bereit ihn zu verschlingen.
Ein letztes Mal wandte er sich seinen Kameraden, Malfas ersten Vasallen, zu und bedachte sie mit einem traurigen, aber bestimmten Lächeln. Und urplötzlich ging er in Blitze auf. Vers 50. Zahlreich waren sie, weiß und grell und donnernd wie das Tosen eines Orkans. Sie umzuckten seinen Körper, schossen aus seinen Fingerspitzen, aus seinen Augen und noch bevor Selna und all jene, mit denen er so lange Zeit gereist war, begreifen konnten, was geschah, stürzte er sich in das Maul der Bestie. Vers 51. Wie schnell der Ausdruck von Gier und freudigem Hunger doch aus ihrer dämonischen Fratze wich. Einen Schrei stieß sie aus, so laut, dass er von Kile bis nach Argwend, von Kyra bis nach Nerim zu hören war. Und voller Schmerz wand sie sich, peitscht den Tentakel umher, um der Agonie zu entkommen. Aber sie konnte es nicht, denn ihr Schicksal war ihr beschieden. Und dann, nach etlichen Minuten der Qual, zerbarst sie, gleich einem auf den Boden geworfenen Tonkrug. Ihr Fleisch war braun, ihr Blut schwarz und tausend kleine Stücke regneten auf die verdatterten Vasallen und ihr Schiff nieder. Kaum hatten die Überreste der Kreatur das Holz des Schiffes oder das Kühl des Meeres erreicht, lösten sie sich auf. Und als all dies geendet hatte, gab es keinen Beweis mehr für die Existenz des Monstrum, bis auf den zersplitterten Segelmast und das Verschwinden von Ketaron. Vers 52. Wie gefesselt verharrten die Vasallen in ihren Positionen, unfähig das Geschehene zu begreifen. Aber es war Selna, der es in jenem Moment wie Schuppen von den Augen fiel. Und sie trat vor ihre Freunde und proklamierte mit lauter Stimme, Vers 53. Trauert nicht um seinen Tod, Brüder und Schwestern, er starb als Held und er rettete unser aller Leben. Vers 54. Einer der Vasallen, ein alter Mann, erhob das Wort. Aber wie konnte er das Unwetter beschwören? Auch Asatoron und die Aeterner konnten diese Wunder wirken und ihre Herzen waren verdorben. Ich verstehe nicht, Schwester Selna, erkläre es mir. Vers 55. Und Selna antwortete, Magie ist weder böse noch gut. Sie wird uns von den Göttern in die Wiege gelegt und wir sind es, die entscheiden, ob wir Unheil oder Gutes mit ihr anrichten. Vers 56. Daraufhin fragte der alte Vasalle, aber was, wenn jemand die Gabe missbraucht, so wie die Aeterner es über all die Jahrhunderte taten? Wer führt sie zu ihrer rechten Strafe, ist doch einer von ihnen mächtiger als 5 Dutzend Soldaten zusammen. Vers 57. Nun war es Malfas Stimme, die aus Selnas Mund erklang, göttlich und erhaben. Sie selbst bestrafen sich. Magie ist eine Probe und eine Verantwortung und nur die Wegestreuesten der Wegestreuen lassen sich nicht von ihr verführen. Die, die es aber tun, werden niemals Einzug in die ewigen Pfade finden, die jene von euch erwarten, die mir zu Lebzeiten gehuldigt haben. Verstoßen sollt ihr diese Wildmagier jagen und zur Rechenschaft bringen sollt ihr sie, denn sie gefährden den Frieden des Reiches, das ihr unter meiner Obhut erbauen werdet. Vers 58. Und wieder erkannten die Vasallen die Wahrheit in den Worten des Lichtgeborenen. Es waren nicht viele von ihnen, die im Laufe der Reise die Magie in sich entdecken sollten. Aber jene, die es taten, offenbarten ihre Gabe und setzten sie für das Wohl der Gemeinschaft nicht aus Eigennutz und Gier ein. Denn nur aufgrund der Aufopferungsbereitschaft ihres Kameraden, des heiligen Ketaron, war es ihnen möglich, weiter zu segeln. Hatte er doch das dämonische Biest geschlachtet und so kam es, dass dieser Mond uns als der Krake bekannt werden sollte. So, dann lesen wir mal noch die Ankunft, Buch 8. Vers 59. 3 Monate waren nun vergangen, seit die Vasallen in See gestochen waren. Und einen weiteren Mond nach dem Angriff des Kraken sollte ihre Wegestreue belohnt werden. Im klirrend kalten Winter, in einer sternenklaren Nacht, erschien ein rotleuchtender Stern am Himmel. Sofort wussten sie, es war der rote Stern, dem sie zu folgen hatten. Und trotz des schneidenden Windes und des sie umgebenden Eises waren sie frohgemut, wussten sie doch, dass nun nichts mehr zu tun blieb, als der Göttlichkeit zu vertrauen.
31 Tage segelten sie, und als ein neues Jahr begann, kam der Moment, den sie ersehnt hatten. Dieser letzte Mond der Reise, mit dem wir heute das Ende eines Jahres feiern, wurde uns so als Winterstern bekannt. Vers 60. Glorreich war der Anblick, der die Vasallen erwartete. Schwankend betraten sie das Land, das sie zu besiedeln hatten. Voller Ehrfurcht und Dankbarkeit fielen sie auf die Knie, hoben die Hände empor gen Inodan und dankten den Lichtgeborenen und ihrem Beschützer Malphas für seinen Schutz. Eine großartige Zeit stand bevor, und in Erinnerung an jene besondere Zeit nennen wir heute die erste Mondwende im Jahr die Ankunft. Vers 61. Einen weiteren Mond lang erforschten die Vasallen die neuen Lande. Wunderbar war die Welt, die ihnen Malphas zum Besiedeln geschenkt hatte. Tiefgrüne Wälder voller Leben überzogen die Hügel. Tiere unbekannter Art huschten durch das Dickicht und die Seen und Flüsse waren reich an nahrhaften Fischen. Aber groß war das Land, das es zu erschließen galt, und Zellner war klar, dass es eines Refugiums bedurfte, von dem aus die Vasallen ihre Erkundungen nach einem geeigneten Ort für die neue Hauptstadt beginnen konnten. In einem uralten Wald voller knorriger Bäume, deren Blätterrauschen im Wind an ein Flüstern erinnerte, wurden sie schließlich fündig. Und es war in diesem Moment, als Zellner den Spaten in die Erde stich, um die erste Palisade ihres Stützpunktes zu errichten, dass Malphas ihr eine Eingebung sandte. Enderal, das Land der tausend Blätter, dies sei der Name des neuen Reiches, das die Jahrtausende überdauern sollte. Jener glorreiche Moment wurde der Spatenstich genannt, und nach ihm benannten die Chronisten den zweiten Mond eines neuen Jahres. Vers 62. Mehrere Wochen verharrten die tapferen Pioniere in ihrer neuen Zuflucht, denn trotz aller Reichtümer, die das fremde wilde Land bot, waren da auch Gefahren, denen es zu trotzen galt. Gigantische Vögel, teils Ziege, teils Adler, teils Echse, durchstreiften die Himmel und verschlangen mannsgroßes Vieh mit einem Biss, das sind wohl Myriaden. Große, pechschwarze Wölfe streunten durch die Wälder, deren Fell ihnen den Namen Schattenwolf geben sollte. Und obgleich die Vasallen wussten, dass Malphas seine schützende Hand über sie hielt, solange sie ihm und den Göttern Loyalität erwiesen, wussten sie auch, dass sie selbst die Verantwortung für ihr Leben trugen. So errichteten sie Mauern aus Stein, um ihre Zuflucht im Flüsterwald zu schützen, und sie hielten Wache, um die feindseligen Kreaturen zurückzuhalten, während sie sich von den Strapazen der langen Reise erholten. Am Ende des Mondes des Spatenstichs begann Zellner, die Erkundung des Landes vorzubereiten. Vers 63. Die Männer und Frauen hatten Zellner zu respektieren gelernt, waren sie und Keteron es doch gewesen, denen sie ihre unbeschadete Ankunft verdanken. Deshalb waren sie es auch, die die anschließende Erkundung umsichtig planten. Zum Beginn des neuen Monats zogen die Vasallen in das wilde Land, aufgeteilt in vier Gruppen, während 2 Dutzend Männer und Frauen mitsamt den Kindern und den Alten im Stützpunkt zurückblieben. Dieser Mond ist uns heute als die Erschließung bekannt. Vers 64. Zahlreiche Gefahren mussten die Vasallen bekämpfen und abwenden, während sie das Land erforschten, aber ebenso viele wundersame Anblicke boten sich ihnen dabei. So fanden sie im Süden des Landes eine warme, wunderschöne Heidelandschaft, in der immerzu die Sonne schien. Im Norden fanden sie kalte, verschneite Gebirgsketten. Im Nordwesten fanden sie einen Wald, der in goldenen, tiefroten Farben erstrahlte, und im Herz des Landes eine Region voller grüner Wiesen und Seen. Ja, auch sehr interessant. Hier hat man mal ein bisschen was über die Monate oder über die Monde gelernt, die so im Jahr sind. Winterstern, Aufbruch, die Erschließung, der Spatenstich. Ja, Winterstern ist ja wohl der letzte Mond. Ja, wie das alles so denn zusammenhängt. Müsste ich mir jetzt nochmal alles durchlesen und mal eine Liste machen. Aber ja, das soll es erstmal für diese Folge wieder gewesen sein. Ja, in der nächsten Folge wird es mit den Fahrtbüchern weitergeben. Da sind ja noch ein paar offen.
Und ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.